Ah, jetzt. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Erinnert mich irgendwie an die Arbeit immer. Ah, neues Ziel. Benutze den Notausgang. Drücke das Touchpad, um die Karte aufzurufen. Ach, ist ja geil. Da haben wir also die Karte. Oh Gott. Eieiei. Okay. Okay. Dann wollen wir mal. Es hört sich so an, als wären wir hier nicht alleine. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Ryan's Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Das ist zu gefährlich. Hast du nicht gehört? Atlas Banditen sind überall. Augenblick mal, ja? Denk an die Worte von Andrew Ryan. Wenn du kneifst, geh in die Bank. Fahr mit deiner Familie nach Fort Frolic und Arcadia. Geh aus und geh shoppen. Das ist unsere Art zu leben in Rapture. Mhm. Ich, Zu guter Letzt sind sie keine nützlichen Mitglieder der Gesellschaft, sondern Feinde. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen Feinde an. Jetzt hacken, nicht hacken. Ja, jetzt hacken, ne? Oh Gott. Platte aufdecken. Finde Rohrsegmente, indem du die versteckten Paletten aufdeckst. Rohre austauschen. Nimm Rohre auf und setze ihn ein, um die Verbindung herzustellen. Bilde eine Kette zum Ausgangsrohr. Er hat Rohr gesagt. Leite die metallische Flüssigkeit zum Ausgangsrohr. Der neue Stromkreis sorgt für den gewünschten Effekt. Tausche Planeten aus, sodass der Fluss ein Ziel wieder... Ah, okay. Hä? Nein, will ich... Oh Gott, was mache ich denn? Aua! Ach so, ich hätte gerne eine andere Richtung. Gibt's da eine andere Richtung? Ach so. Ach so funktioniert das. Okay, jawohl. Alter, huha. Muss ja erstmal reinkommen. Hacken erfolgreich. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen Feinde an. Jawohl. Hui. Hm, Notzugang. So, was haben wir denn hier? Kann ich irgendwas machen? Nö. Okay. Wer? Greifen die sich jetzt gegenseitig an, oder was? Tatsache, die greifen sich gegenseitig an. Wie geil ist das denn? Ja, ja, mach dir mal. Ich guck mal hier währenddessen. Ach, Sicherheit. Okay, Security. Ich lass sie mal sich bekämpfen. Ich gehe erstmal hier lang. Da können wir uns hier wenigstens in Ruhe ein bisschen umgucken. Ach, guck mal, hier ist ein Tonband. Wenn wir schon einmal dabei sind. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Mhm. Er macht mich wieder hübsch. Naja, ob das so funktioniert hat. So, was haben wir denn hier? Zirkus der Werte, jawohl. Zirkus der Werte. So, Verbandskasten, Ivespritze. Aha. Der tschechische Wodka. Eine Flasche Wodka stellt zwar keine Menge Gesundheit wieder her, entzieht aber auch eine kleine Menge Eve. Mhm. Eine kleine Menge Gesundheit wieder her, aber entzieht Eve. Okay, Pistolenkugeln, Schrotkugeln. Okay, ansonsten. Achso, wir können den Automat übrigens auch hacken, sehe ich gerade.
Ich glaube dann. Ja. Nein. Ah, ich muss austauschen. Ich brauche jetzt erstmal. Nein. Huha, huha, Alter. Der muss dahin, dann brauche ich. Der muss dahin. Irgendwie nach oben kommen wäre ganz geil. Dahin. Ich weiß gar nicht, war das damals auch schon so gewesen, so komisch mit dem Hacken? So, jetzt nach oben wäre ganz geil. Dann nach links wäre ganz cool. Und dann einen geraden da oben hin. Ja, es müsste passen. Yeah! Ergebnis des erfolgreichen Hackens. Mehr Objekte verfügbar. Alle Preise reduziert. Ah, das ist cool. Ach, das ist ja cool. Können jetzt sogar Schrotpatronen kaufen, obwohl wir noch gar keine Schrotflinte haben. Natürlich geil. So, da gucken wir mal. War das die Tante, die hier rumlief? Ja, Tatsache. Haben uns da auch ein bisschen was gespart an Muni, weil ich möchte gerne doch ein bisschen was sparen. Weil ich kann mich in Sinn, dass da später was Größeres kam. Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Ja, ich entscheide selber, wer ich sein will. Schön. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Hallo? Warum schießt er nicht auf sie? Bisschen ungünstig, wie er gerade steht, ne? Alter! Uha. Hey, geil! Wir kriegen ein Maschinengewehr! Boah, geil! So, jetzt wird das Spiel interessant. So, ich glaube, wir haben... Oh oh. Oh oh. Kann ich die hier reinlocken? Okay, wir machen es anders. Alter. Schieß doch auf ihn. Voll geil, dass wir den Roboter gehackt haben. Nein, ich wollte doch gar nicht. Oh. Ich wollte doch die Waffe wechseln. Wie war das? Wie wechsle ich denn um. Was? Alter. Ich wollte doch Munition sparen, verdammt nochmal. Greif mich doch nicht an. Natürlich, sie schwimmt einfach durch den Zaun. Sie ist Jesus. Wie wechsle ich denn nochmal die Waffen? Wie war das nochmal? Nee. Scheiße, ich hab vergessen, wie man die Waffen wechselt. Ach so. Alles klar. Ich wollte wieder zu meinem Schraubenschlüssel. Boah, Alter, wie viel... Warte mal, hier war doch irgendwo noch ein da. Verbandskasten. Dann haben wir wieder 9. 4 Impfspritzen noch. Guck mal, da oben. Haben die Waffen? Hallo? Ja, die haben Waffen. Den freien Willen und freie Menschen. Kommt doch runter. Nein, Alter. So. Eins rechts, eins links und den Rest wild durcheinander.
Da gibt's eins auf die 12. Da zappelst du noch ab, wie in der Disco. So. Jetzt haben wir Ruhe im Karton. Meine Güte, Alter. So, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte beim Schraubenschlüssel bleiben. Ich finde das irgendwie geiler mit dem Schraubenschlüssel. Aber ich glaube, bald hilft der nicht mehr so viel. Ich glaube, bald müssen wir echt anfangen, dann auch die Waffen zu nutzen. Obwohl ich eigentlich, wie gesagt, noch ein bisschen damit rumlaufen möchte. Medical Pavilion. Vita Chamber. Schade, dass da nicht steht, was da unten steht. Restore, weil ich sprint with the torch of a button. Mhm. Was haben wir hier? Okay, eine erste Hilfestation an der Wand. Hä? Bzzz. Ich glaube, wir haben so ein paar Visionen. Ich glaube, so ganz sauber im Kopf sind wir auch nicht mehr. Ich möchte nicht wissen, was hier passiert ist in der Chirurgie alles, wie die hier aussehen. Halt die Augen nach Steinman offen. Der hat sich in der Chirurgie eingelistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Ich brauche nur die Blutspur folgen, natürlich. Was? Boy, all do no harm, Steinman. Alter. Ich nehme das Tonband. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Was war das denn? Das war aber kein Typ gewesen. Kann ich... Alter, aua! Aua, Alter! Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst. Und jetzt? Was kann ich jetzt machen? Hacken. Achso, geil. Jetzt hacken, ja. Oh nein. Nein, mach fertig. Ich muss die Kacke aufdecken hier. Nee, das ist schon richtig. Hier nach oben. Hier auch nach oben. Dann vielleicht nach hier. Dann vielleicht nochmal nach da. Dann vielleicht nochmal nach da. Dann vielleicht nach oben. Ja, dann... Nee, warte mal. Der muss da hin. Dann nach oben. Oben war ich hier und dann müsste es eigentlich passen. Jawohl. Sehr schön. Die Maschine gehört zu uns jetzt. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst hält. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Boah, wie viel Ton bin er hier? Ich bin gerade etwas überfordert. Man merkt es mir Gott sei Dank nicht an. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Ja, natürlich. Wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht. Ach da! Alter, uah. What the fuck? Hier leuchtet doch gerade irgendwas. Ah, Munitions. Ja. Komm, wir können mal die Pistole einfach mal ausprobieren. Davon haben wir ja ein paar Kugeln jetzt übrig. Boah, wie cool sich das spielt. Steinman kills. Nein, ich wollte mich gar nicht heilen. Nein, verdammt.
Jetzt habe ich da $16 ausgegeben für den Kack. Ich wollte mich gar nicht heilen. Vielleicht sollte ich das vorher mal lesen und dann drücken. Da, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt. Wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Komm hier hin. Hallo. Lass mich durch. Jawohl, mach's alle. Wo kann man sich auch Munition sparen? Na. So. Ich würde gerne das andere Ding noch hacken. Wenn ich... Alter, was hier los ist? Das ist ja wie auf dem Jahrmarkt. So, jetzt hacken. Okay, dann wollen wir mal. Also, los geht's. Alter Schwede. Na, ich, So, nach oben. Nach oben. Nein. Okay. Kann weiter nach oben. Dann kann es eine Kurve geben. Nach links. Dann eine Gerade. Dann wieder eine Gerade. Dann wieder eine Gerade. Und dann ist es fertig. Ich kann mich gar nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, ob das auf dem PC damals. Du hast Spezialmunition erhalten. Drücke das Digipad, um den Munitionstyp zu ändern. Benutze die richtige Munition für die richtigen Gegner. Ah, so. Panzerbrechende Munition. Ach, du heiliger Schoße. Haben wir nur eine Kugel von, möchte ich jetzt erstmal noch ein bisschen sparen. Untersuchen. Ein Verbandskasten, okay. Was wollte ich gesagt haben? Genau, ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, wie das damals auf dem PC war. Ob das nicht leichter war. Oder das... Hallo! Hallo, Lady! Guck mal hier! Hallo! Keine Respektlosigkeiten! Komm hier hin! Komm hier, ich habe hier für dich ein Geschütz, was auf dich wartet. Aua! Ich habe keine Ahnung, wo deine Puppe ist. Ich weiß nur, du liegst auf dem Boden. Und ich hole mir jetzt den Verbandskasten und habe wieder 9. So. Ah, das ist eine Medi-Station. Medical Pavillon. Wo geht's denn überall hin? Ich habe Angst, dass ich mich hier verlaufe. Mit meiner... Oh. Munitionsautomat. Ach, geil. Okay, können wir auch hacken? Lass ich jetzt aber mal, weil wir brauchen ja eigentlich so... Boah. Wir haben ja eigentlich alles. Also wir sind gut ausgerüstet. 9 Verbandskästen, 3 Eve-Spritzen. Ich glaube, das reicht. Okay, hier geht's nicht rein. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mich hier verlaufe. Mit meiner Orientierung wie eine Weißbrotscheibe ist es echt... Ah, hallo! Alter. Na, Alter. Okay, ich sollte das Ziel ein bisschen üben in dem Spiel. Was haben wir hier? Twilight Fields, Bestattungsunternehmen. Ach, ist ja passend. Direkt neben der Krankenstation. Aha, Eternal Flame. Eternal Flame? Gab's da nicht mal so ein Lied von den Sugar Babes oder so? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Aha, Fontaine Zukunftsprodukte.